Hi, ich bin's Lisa von Einfach Lilienhaft. Heute quatschen wir ein bisschen über meinen neuen Mini-Fotodrucker, den Zoe Mini 2 von Canon. Den habe ich letztens vorgestellt in meinem Amazon Gadgets Video. Da habe ich insgesamt 6 Amazon Gadgets getestet für Bullet Journaling und Handlettering. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das hier oben in der Ecke nochmal. Ja, und darunter haben viele kommentiert, dass sie gerne noch ein bisschen mehr zu dem Drucker erfahren würden und haben auch einige Fragen gestellt. Ich habe auch auf Instagram nochmal gefragt, was ihr genau wissen wollt. Und all diese Fragen werde ich heute in dem Video natürlich beantworten. Ich werde dir auch ganz genau erzählen, welche Alternativen es zu diesem Drucker gibt und gab für mich, als ich die Auswahl getroffen habe und warum ich mich letztendlich für diesen Drucker entschieden habe. Und ganz am Ende werden wir auch noch einen Hack testen. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran. Alle heute erwähnten Drucker und Papiere habe ich in eine extra Amazon-Shop-Seite für euch gepackt. Da könnt ihr das nochmal alles im Überblick sehr bequem sehen. Darüber hinaus habe ich in der Videobeschreibung noch einige Links, die zu Shops führen, wo bestimmte Drucker vielleicht günstiger sind oder Papiere. Da verlinke ich euch dann gezielt diese Shops. Also schaut unbedingt in die Videobeschreibung, wenn ihr Infos zu einem bestimmten Drucker aus diesem Video sucht. Meine Zielstellung war es, dass ich einen kleinen, feinen Drucker finde, mit dem ich Fotos ausdrucken kann und die dann in mein Bullet Journal kleben kann. Insbesondere für Erinnerungsseiten zum Beispiel. Wichtig war mir, dass der Drucker wirklich einfach zu handhaben ist und wirklich klein, damit ich ihn mitnehmen kann und unterwegs eben auch mal Bilder ausdrucken kann. Das war so mein Hintergedanke bei der Suche nach einem entsprechenden Drucker. Um überhaupt eine Entscheidung für ein Gerät treffen zu können, habe ich mich natürlich informiert. Ich habe mir verschiedene Tests hier auf YouTube angesehen und einfach auch ein bisschen recherchiert, Testberichte gelesen, Vergleichsberichte, und so habe ich mich an das Thema rangetestet. Im Wesentlichen sind dann 6 Drucker übrig geblieben und die stelle ich dir jetzt mal ein bisschen näher vor. Starten wir mit dem günstigsten Modell von allen, den Xiaomi Mi Pocket. Der kostet nämlich nur 60 Euro und die Fotos kosten einzeln gesehen 50 Cent. Also das ist wirklich ein unschlagbarer Preis unter den ganzen Druckern. Er verwendet die sogenannte Zink-Technologie. Ich erzähle dazu gleich noch ein bisschen mehr und hat eine App, mit der man das Ganze bedient. Warum ich mich gegen diesen Drucker entschieden habe? Ich habe gelesen, dass die App die gleiche App ist, die man auch für die Smart-Home-Geräte von Xiaomi verwendet. Nun ist es so, dass ich einen Staubsaugerroboter von Xiaomi habe und die App ganz gut kenne, jetzt nicht wahnsinnig überwältigend finde, und die Vorstellung, dass dann darin noch mein Fotodrucker angelegt ist und ich dann mit dieser App auch meine Fotos drucke, das war mir irgendwie so ein bisschen seltsam und habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, und deshalb ist dieses Gerät eigentlich so ein bisschen, ja, direkt am Anfang für mich ausgeschieden. Ja, was ist eigentlich dieses Zink-Verfahren? Das ist ein Druckverfahren. Zink oder Zink steht eigentlich für Zero Ink. Also das Ganze funktioniert nämlich wirklich nur mit diesem Papier, was man in den Drucker einlegt. Und darin enthalten sind verschiedene Farbschichten mit verschiedenen Farbpigmenten, und die reagieren dann auf thermische Impulse mit unterschiedlicher Temperatur und Einwirkdauer, und dadurch verändern sich dann eben die Kristalle in den Schichten und werden dann sichtbar in der obersten Bildschicht, und dadurch entsteht dieses Bild. Ja, alles ohne irgendwelche Tintenpatronen, sondern wirklich nur mit diesem Papier und mit Wärme. Da dieses Zink-Verfahren also sehr einfach ohne diese Tintenpatronen auskommt, kann man die Geräte eben sehr klein und portabel bauen. Das ist natürlich sehr nett. Und man hat aber den Nachteil, dass man die Bildqualität jetzt nicht so, ja, außergewöhnlich beurteilen würde. Also es ist eben eine gute Qualität, aber nichts, wo man jetzt mit einem normalen Foto mithalten könnte. Dann gibt es den Lion- oder Line-Drucker, ich weiß nicht, wie man das Wort ausspricht. Der kostet 105 Euro, arbeitet auch mit diesem Zink-Verfahren. Ein Problem an ihm ist, dass man das Fotopapier relativ schwer bekommt.
Also da habe ich wirklich ein bisschen geguckt, wo man es irgendwie herbekommen könnte, aber es ist irgendwie nicht ganz so leicht. Und das hat mich abgeschreckt im ersten Moment, ist vielleicht aber gar nicht so dramatisch, sage ich jetzt mal. Der Canon Zoe Mini 2, das ist dieser kleine Drucker hier, der wurde immer relativ gut bewertet, was das Zinkverfahren angeht. Also er wurde tatsächlich als überdurchschnittlich eingeteilt beim Thema Fotoqualität hinsichtlich dieses Zinkverfahrens und er sollte besonders leicht zu bedienen sein. Ich fand außerdem schön, dass man in der App kleine Grafiken hinzufügen kann und dass man zum Beispiel extra so kleine runde Fotosticker kaufen kann, die man dann als Papier verwenden kann. Das hat mich alles sehr angesprochen. Er kostet aktuell 115 Euro. Den Link zum entsprechenden Shop, wo ihr den findet, packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Ein Foto kostet 60 Cent. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Wichtig ist, es gibt noch den Zoe Mini 2S und der hat eine Sofortbildkamera dabei. Also das ist dann Kamera und Drucker in einem. Für mich jetzt uninteressant, weil ich einfach meine Bilder vom Handy ja drucken wollte. Aber für den einen oder anderen Anwendungsfall kann das vielleicht sogar Sinn machen. Dann war da noch der Kodak Instant Step. Nee, Step Instant. Dieser Name, wer sich die ausdenkt. Also der kostet auch 70 Euro ungefähr und ein Foto 55 Cent. Wichtig ist, dass Kodak auch noch einen Mini-Drucker hat. Dieser arbeitet aber wiederum mit einer anderen Drucktechnologie, nämlich mit der Four-Pass-Drucktechnologie. Das ist ein sogenanntes Thermosublimationsdruckverfahren. Also da wird tatsächlich in eine Kassette Papier und Patronen gepackt, sodass man dann nur eine Kassette hat, die man in den Drucker einlegen muss. An sich sehr praktisch. Aber man hat am Ende eben diese leere Kassette, die man wieder entsorgen muss. Es entsteht also zusätzlich Müll. Diese Unterscheidung also zwischen diesem Sync-Verfahren und dem Four-Pass, das sollte man auf jeden Fall auseinanderhalten. Da gibt es eben die Unterschiede und Kodak bietet eben beides an. Deshalb sollte man da genau gucken, welchen man haben will. Ein weiterer und fünfter Drucker und damit aber der letzte, also ich habe mal wieder falsch gezählt, es ist Nummer 5, war der HP Sprocket. Den gibt es auch noch. Den haben auch anscheinend einige von euch, denn da habe ich ein bisschen Feedback zu erhalten. Der HP Sprocket kostet ungefähr 100 Euro und die Fotos kosten auch 60 Cent pro Stück. Eine Schwachstelle, die ich zumindest online so gefunden habe, soll sein, dass man Längsrillen auf dem Papier teilweise hat. Also da muss irgendwie durch den Druck irgendwas eingefügt werden. Es hat aber keine Auswirkung auf die Fotoqualität an sich. Aber das habe ich auf jeden Fall gelesen. Das wohl, kann wohl eine Schwachstelle sein. Eine Abonnentin schrieb mir, dass sie den HP Sprocket hat und relativ unzufrieden ist. Sie sagt, sie muss immer den Standort an ihrem Handy einschalten. Das versteht sie nicht. Sie findet die App nicht besonders gut gemacht und ist eigentlich so ein bisschen enttäuscht von dem Produkt. Aber das ist natürlich nur eine Meinung. Ich habe wiederum auch andere Meinungen bekommen, dass sie mit dem HP Sprocket recht zufrieden sind und da gerne mit arbeiten. Normalerweise kommen die Drucker komplett ohne WLAN aus. Sie arbeiten einfach nur mit Bluetooth. Ich brauche auch keinen Standort anschalten. Das kann natürlich variieren. Und man verwendet das Gerät dann einfach mit Bluetooth, verknüpft die beiden Sachen und da ist auch egal, ob Android oder iOS, ist völlig wurscht. Und dann kann man losdrucken. Ich habe mich zwischen den genannten Druckern entschieden, weil ich einen mit diesem Sync-Verfahren haben wollte, weil das besonders praktisch ist, finde ich. Und ich wollte eben genau dieses Bildformat, denn ich finde es perfekt für das Bullet Journal zum Einkleben, weil es einfach schön klein ist, aber eben auch so groß, dass man gut was erkennen kann. Zum Beispiel gibt es noch den Canon Selfie, der macht ein bisschen größere Bilder. Oder es gibt auch noch den Instax Mini Link, der macht kleinere Bilder, die wirklich aussehen wie diese Polaroid-Fotos mit so einem weißen Rand drumherum. Und die sind noch ein bisschen kleiner eben. Das war jetzt nicht so mein Ding. Ich finde vor allen Dingen diesen weißen Rahmen jetzt nicht so besonders schick und wollte jetzt auch nicht noch kleinere Fotos. Deshalb ist der für mich ausgeschieden. Alles in allem hat mich dann einfach der Zoe Mini 2 überzeugt. Ich fand schön, dass die App besonders leicht bedienbar sein sollte und dass die Fotoqualität anscheinend in den Tests überzeugt hat. Deshalb habe ich mir den dann zugelegt. In den letzten Wochen habe ich ihn natürlich ausführlich getestet, hatte nie irgendwelche Verbindungsprobleme oder Abbrüche. Das hat wirklich gut funktioniert und auch die App ist einfach intuitiv zu bedienen und deshalb wirklich, ja, super. Schauen wir uns jetzt aber mal im Detail einfach diesen Drucker an.
Der kommt also so geliefert mit diesem kurzen Kabel, womit man ihn aufladen kann und dann ist einfach noch Papier dabei. Dann öffnet man den Drucker einfach hier oben und kann dann das Papier direkt hier einlegen. Man hat am Anfang so ein blaues Trägerpapier, so eine Karte ist da drunter. Und die legt man sozusagen hiermit ein, schließt den Drucker wieder, macht ihn an, dann blinkt er hier, dann sieht man, dass er sich quasi, dass er warm läuft. Und dann geht sofort los, dass jetzt das blaue Papier hier rauskommt. Das benötigt der Drucker, um sich zu kalibrieren. Das zeigt er dann hier in der App auch an. Also hier ist mal die App zu sehen. Und dann nimmt man das Papier einfach raus und der Drucker ist fertig, also bereit zum Drucken. Ich suche mir jetzt mal ein Bild raus. Dieses Foto möchte ich jetzt gerne drucken. Und dafür habe ich das einfach jetzt aufgerufen, gehe dann auf Drucken. Dann muss ich den Drucker verbinden. Da sucht er mir den einfach. Das funktioniert in der Regel ziemlich reibungslos. Und dann geht es auch schon los mit dem Drucken. Der ist jetzt hier in der Druckwarteschlange. Und jetzt geht es auch schon los. Diese Papiere kommen immer so in so einem 10er-Pack. Also mehr als 10 Papiere passen hier auch nicht rein. Die muss man dann immer wieder nachfüllen, wenn man 10 Fotos gedruckt hat. Man sieht jetzt hier zeitgleich in der App, wie der Druck quasi voranschreitet. Jetzt kann ich ihn mal umdrehen, dann haut es nämlich auch hin. Genau, und das ist jetzt das fertige Foto. Ging relativ schnell, finde ich. Nochmal zum Vergleich, das war also das Foto. Ja, und es ist jetzt so ein bisschen rotstichig, das fällt auf jeden Fall auf. Und die Farben sind natürlich etwas anders als jetzt hier in diesem Ausgangsfoto. Was druckt er jetzt noch? Jetzt druckt er es einfach nochmal. Ja, da muss ich irgendwie nochmal ein bisschen üben. Das passiert mir irgendwie öfter, dass ich Sachen zweimal ausdrucke. Ist natürlich ein bisschen nervig und ein bisschen ärgerlich. Warum das passiert, ist mir noch nicht klar. Lassen wir ihn weiter drucken. Währenddessen können wir uns ja nochmal angucken. In der App kann man auch Text hinzufügen, kann sich da verschiedene Farben aussuchen und das dann eben größer und kleiner machen und draufpacken. Das ist ganz niedlich. Man kann auch Sticker verwenden. Also zum Beispiel den hier, die lädt man einfach runter und kann die da mit draufpacken. Das geht auch. Man kann auch generell das Foto noch bearbeiten. Das ist etwas, was ich vielleicht beim letzten Mal nicht so richtig erwähnt hatte im Gadgets-Video. Da kann man durchaus die Helligkeit oder die Farbe noch so ein bisschen korrigieren. Zum Beispiel auch den Kontrast vielleicht ein bisschen runtersetzen. Also wie man es gerne möchte, auch die Intensität, die Sättigung. Und so kann man sich sein Foto so ein bisschen nachkorrigieren. Sind natürlich nur so wesentliche Sachen. Und dann kann man quasi damit in Druck gehen. So, dann kommen wir jetzt mal zu euren Fragen. Eine erste Frage war, wie farbecht, lichtecht sind die Fotos? Wie sieht es mit der Haltbarkeit der Fotos aus? Also in 20 Jahren sind da noch Fotos zu erkennen. Das kann ich jetzt natürlich in Perspektive noch nicht so richtig sagen, weil ich habe ihn erstens noch nicht so lange und 20 Jahre dauert noch eine Weile. Aber laut Hersteller sollen die wirklich sehr lang haltbar sein, lichtecht auf jeden Fall und auch wasserfest, dadurch, dass auch keine Patronen verwendet werden, verwischen auch keine Farben. Also das ist so ein bisschen der Reiz an diesem Druckverfahren, dass es wirklich, ja, sehr simpel gehalten ist und deshalb die Fotos auch sehr haltbar sind. Man soll sie am besten in einem Album bei Zimmertemperatur aufbewahren. Dann halten sie wohl am längsten. Wie sieht es aus mit der Nachhaltigkeit des Druckverfahrens im Vergleich zu anderen Alternativen? Ich habe es ja schon angedeutet. Das Schöne ist eben, dass man wirklich nur diesen Papierstapel hat, den einlegt und ausdruckt und dann entsteht kein weiterer Müll, außer dieses blaue Trägerpapier, was ja dabei ist und eben die Verpackung vom Papier. Hat man jetzt so ein Thermosublimationsdruckverfahren wie bei dem Kodak, dann ist es natürlich so, dass man immer noch die Kassette hat, die man dann entsorgen kann, wenn sie entsprechend leer ist. Und bei allen Druckern, die natürlich mit Tinte arbeiten, ist es natürlich auch immer so, man hat eben die Tintenpatronen, die man wieder befüllen muss und die oder die man dann eben austauschen muss. Also würde ich sagen, dass dieses Verfahren, dieses Zink-Verfahren schon wirklich ganz cool ist, weil das einfach nicht so viel Müll produziert. Alternativen zu diesem Drucker, also vor allem größerformatige Alternativen wie den von Canon. Da gibt es den Canon Selfie Square QX10, glaube ich. Der ist auch ganz spannend, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Der kostet 127 €, also auch nicht so viel teurer.
und funktioniert aber auch mit diesem Thermosublimationsdruck, den die Kodak-Alternative, diese Mini-Reihe, auch hat. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie die Drucker, die in so Drogerien stehen. Da kann man ja auch sofort Fotos ausdrucken und die haben das gleiche Druckverfahren. Also da kennt man so ein bisschen diese Qualität, glaube ich. Und die ist schon noch ein Ticken besser als die von unseren Bildern hier in diesem Sync-Verfahren. Aber eben auch ja, jetzt nicht so gut wie Fotos, die man eben wirklich entwickeln lässt. Hier druckt man also auch mit dieser Patrone, die eben Papier und Tinte enthält. Und man hat aber natürlich hier den Vorteil, dass die Fotos einfach ein bisschen größer sind. Square, die sind natürlich quadratisch. Aber für den einen oder anderen ist vielleicht das auch spannend. Eine weitere Frage war, ob es neben den Ostereiern, die ich letztens gezeigt habe in dem Gadgets-Video, an Deko für die Fotos auch noch andere Deko gibt. So ein bisschen was Retro-mäßiges war so als Beispiel genannt. An Stickern sind hier einige Sachen dabei, aber jetzt nicht so viele. Also man hat hier zum Beispiel so Luftballonschriften oder irgendwelche bunten Dinger. Dann hat man aber auch so, ja, das finde ich ganz schön, so Monatsnamen zum Beispiel. Die sind ja tatsächlich schon so ein bisschen Lettering-mäßig. Oder eben Zahlen, die man reinfügen kann. Oder Kalendarien, auch schick. Witzig. Dann hat man hier einzelne Buchstaben, die man nehmen kann. Ansonsten viel so Blümchen, Herzen und bunte Bildchen. Erinnern an so kleine Giffis. Ja, die lädt man dann jeweils runter und kann die dann einfach draufpacken. Sprechblasen aller Art. Ja, ist einiges dabei. Alles sehr bunt. Aber jetzt kommen wir mal zu dem spannenden Part. Es gibt hier vorne den Punkt Custom. Und wenn man jetzt etwas hat, was man zum Beispiel fotografieren kann. Also das zeige ich dir jetzt mal. Zum Beispiel diese Biene hier auf meinem Bullet Journal. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, dann kann ich die zum Beispiel so abfotografieren. Und dann habe ich sie hier und kann drumherum mit dem Radiergummi alles Mögliche wegradieren, was ich eben nicht haben will. Ist natürlich mit so einem schwarzen Untergrund ein bisschen schwierig. So, also am besten ist ein weißer Hintergrund natürlich, Offset. Aber zum Zeigen reicht das jetzt, glaube ich, mal. Jetzt haben wir hier so einen Custom-Sticker und den kann ich jetzt in allen möglichen Farben auf mein Bild packen. Also als Beispiel, ja. Aber ich habe hier auch schon andere Sachen drin bei Custom. Zum Beispiel das Wort März, was ich einfach von einem Lettering von mir abfotografiert habe. Das kann ich auch einsetzen. Oder eben ein anderes Foto. Hier habe ich mal diesen kleinen Sticker hier abfotografiert und den einfach eingefügt. Den kann man dann auch anders einfärben und ebenfalls auf das Foto packen. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Auch das Wort Januar habe ich hier mit reingefügt. Ja, jetzt wird es ein bisschen bunt. Ich mache mal hier noch. Und auch ganze Letterings habe ich hier schon mal ausprobiert. Also zum Beispiel dieses Lettering. Kann man hier noch die Transparenz auswählen. Kann sich hier natürlich für eine Größe entscheiden. Und dann verschiedene Schriften. Man könnte es also komplett über dieses Bild drüberlegen, wenn man will. Und das finde ich wirklich eine coole Idee. Und so kann man das Ganze dann ausdrucken. Eine weitere Frage war, wie dick dieses Stickerpapier ist und ob das durchdrückt, sodass man immer so einen Kippeleffekt auf den folgenden Seiten hat. Das zeige ich dir jetzt mal ganz genau, indem ich einfach mal ein Foto aufklebe. Genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Eigentlich alle diese Fotopapiere haben immer eine klebende Rückseite, was sich natürlich super anbietet, dann, um es eben in ein Buch einzukleben oder in ein Fotoalbum. Genau, und jetzt habe ich dieses Foto ja hier drauf. Jetzt sieht man vielleicht schon, wie flexibel die Seite hier noch ist. Die ist schon ein bisschen sperriger jetzt. Aber ich finde, dass sie trotzdem noch relativ flexibel ist und hätte mir das eigentlich dicker vorgestellt. Also es ist nicht so dick. Zu der Frage, wie doll das durchdrückt. Also ich habe jetzt hier ein 100 Gramm Papier bei diesem Journal. Da kann man natürlich was Dickeres haben. Ich zum Beispiel habe, glaube ich, 150. Da sieht man es dann nicht mehr ganz so krass. Ich mache das jetzt mal hier mit einem Stift sichtbar. Da merkt man schon, dass ich hier so eine Kippelkante habe. Also das wäre ja dann das, was man auch beim Schreiben merken würde oder wenn man eben auf der Seite davor was gemalt hätte oder so. Nun ist es ja so, man beschriftet ja immer erst diese Seite und danach die Seite, wo man das Foto hingeklebt hat. Aber so vom
einfach von der Vorstellung, wie extrem das dann ist. Man sollte also darauf achten, glaube ich, dass man die Fotos nicht immer auf die gleiche Stelle klebt, dass man nicht irgendwann einen dicken Stapel hat, sondern dass man da ein bisschen variiert. Aber prinzipiell sind die Fotos auf jeden Fall schön dünn. Wie ist die Farbqualität der Fotos? Ja, ihr habt das ja jetzt schon gesehen. Also die Fotos sind in Ordnung. Die Abonnentin hatte gesagt, sie hat den HP Sprocket und hat immer so sehr verwaschene Bilder. Ich weiß, was sie damit meint und das ist bei denen auch genauso. Also die sind nicht gestochen scharf, sondern immer so ein bisschen unscharf. Aber ich glaube, das ist einfach dem Druckverfahren geschuldet und funktioniert einfach nicht anders. Alles in allem sind die Farben in Ordnung. Sie sind nicht so, wie sie auf dem Bildschirm sind. Da muss man sich einfach so ein bisschen umstellen. Aber es sind einfach kleine Schnappschüsse, die man in sein Bullet Journal klebt. Also da habe ich jetzt auch nicht den Anspruch, dass es ein perfektes Foto ist. Wenn ich das hätte, dann würde ich das Foto einfach bestellen und eben richtig drucken lassen. Nun zum versprochenen Hack. Das Nervige an diesen Mini-Fotodruckern ist doch, dass das Papier relativ teuer ist. Für mein Zoe Mini kosten die Fotos 60 Cent pro Stück. Das ist schon ordentlich. Da druckt man nicht so eben mal 3-4 Dinger aus, also vielleicht schon. Aber man überlegt sich schon, welches man druckt und welches eben nicht, weil 60 Cent sind eben 60 Cent. Ja, und da habe ich mich dann schon gefragt, okay, gibt es da vielleicht eine günstigere Alternative? Und da kam dann tatsächlich auch eine Abonnentin auf mich zu und meinte, dass sie den HP Sprocket schon mal getestet hat mit dem Zoe Mini im Tausch, dass man die Papiere da untereinander einfach tauschen kann. Dass die gar nicht speziell für den Drucker sind. Und da ist mir dann auch aufgefallen, die Papiere haben alle das Format 2x3 Zoll bzw. 5x7,6 cm, haben alle das gleiche Format. Und haben auch alle immer, also außer, ich glaube, beim HP Sprocket ist es wohl nicht so, dass da so ein blaues Papier mit dabei ist. Nagelt mich jetzt nicht fest, aber das kann man dann auch einfach aufheben von seinem Stapel und dann kann man das zur Kalibrierung seines Druckers nutzen. Aber ansonsten sind die alle sehr ähnlich und funktionieren wahrscheinlich untereinander, sodass man gar nicht mal das Papier wirklich für den Zoe Mini jetzt bräuchte in meinem Fall. Dann habe ich mich aber noch gefragt, okay, gibt es da nicht so ein ganz günstiges Tube? Also bei normalen Druckern steigt man ja irgendwann, wenn man die Nase voll hat von den ganzen Druckkosten, auch immer um auf die Billigpatronen. Und genau diesen Ansatz habe ich eben verfolgt und habe da mal ein bisschen recherchiert. Und ich bin natürlich fündig geworden. Und zwar habe ich diese Papieralternative gefunden. Und ich dachte, wir testen jetzt mal genau im Vergleich, ob die was können. Das ist ja das Bild, was wir gerade ausgedruckt haben auf dem Canon Originalpapier. Kann man hier hinten auch lesen. Jetzt tauschen wir das Papier aus dem Drucker mal aus und legen das Papier hiervon ein. Auch hier ist so eine blaue Karte dabei. Und dann kann man das Ganze einlegen, Drucker schließen, anmachen. Und dann wird auch hier diese Karte wahrscheinlich rauskommen. Genau, es geht schon los. Dann suche ich mir schon mal mein Foto hier raus. Das ist es. Karte ist draußen. Und jetzt drucken wir das Foto also mal auf dem günstigen Papier aus. Okay, das ist also das zweite Foto auf dem günstigeren Papier und die sehen schon verdammt gleich aus. Also ja, das sind minimale Unterschiede, farblich so ein bisschen. Hier oben sind so ein paar blaue Spuren, die sind hier ein bisschen weniger, das Papier ist ein bisschen heller hier. Ja, es sind aber Feinheiten. Also da sehe ich keinen wirklichen Unterschied, muss ich sagen. Das kann man, glaube ich, super machen. Ja, jetzt zur Frage, wie viel kostet denn das eigentlich? 17 Cent kosten die Bilder nur, wenn man sie so günstig schießt, wie ich sie geschossen habe. Und ich verlinke dir natürlich in der Videobeschreibung den entsprechenden Shop, wo ich die Bilder her habe. Ja, also ich bin happy. Jetzt habe ich auch noch günstiges Fotopapier gefunden. Und damit kann ich auf jeden Fall loslegen. Ich habe mir gleich mal 100 Stück bestellt. Sicher ist sicher. Und damit komme ich erst mal eine Weile. Verrat mir unbedingt in den Kommentaren, ob du schon so einen Mini-Fotodrucker hast oder ob du überlegst, dir einen zuzulegen. Welchen? Dann lass mich das unbedingt wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Ich freue mich drauf.